Hi, nach ja sehr, sehr, sehr langer Zeit, nach über ja, jetzt sind es fast 3 Monate her, habe ich mir gedacht, jetzt muss mal wieder ein Video hierher. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass ich die Serie mit dem 3D-Drucker schon viel, viel früher machen kann, aber leider geht das nicht, weil der Drucker ist immer noch nicht da. Ja, die Schlumpfserie konnte ich leider nicht aufnehmen, hat die Kamera nicht aufgenommen, weil sie mal wieder gestreikt hatte. Und jetzt versuche ich es mal hiermit mit den Twistheads und den Superstars. Jetzt als Twisted-Figuren einmal Superman, Batman, Supergirl und was weiß ich noch alles da drinne ist. Ja, scheint alles nur der gleiche Aufkleber zu sein. Auf jeden Fall soll ja in jedem siebten Ei so ein Twisted drin sein. Jetzt habe ich hier 7 Eier und jetzt wollen wir auch mal nachgucken, ob das vielleicht auch eventuell stimmt. Und wir machen gleich schon mal Ei Nummer 1 auf. Ja, wir hören nichts. Warum wir nichts hören, sehen wir gleich. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist ein oranges Ei. Das lassen wir erstmal noch zu. Wir nehmen Ei Nummer 2. Das klackert ein wenig. Machen das jetzt mal auf. Oh, das ist auch ein oranges Ei. Naja, das fängt doch schon mal ganz prima an. Dann machen wir mal Nummer 3 auf. Glückshändchen anscheinend. Nummer 3. Wir machen mal Nummer 4 auf. Ja. Wie würde jetzt der Bayer sagen? Ja, mi lex so morsch. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wollen wir mal weiter gucken, was uns da noch erwartet. Ja, wahrscheinlich haben wir vielleicht hier mal wirklich ein richtiges Goldhändchen gehabt. Oder die sind alle jetzt so dunkelorange. Wer weiß, wer weiß. Machen wir das jetzt hier auch noch mal auf. Ja. Wer weiß, wer weiß. So, und jetzt machen wir natürlich alle 7 Eier mal auf. Ich bin wirklich mal gespannt, was wir da drin haben. Oh, und wir haben den ersten Twisted. Und das ist Super Marvin oder so heißt der. So, wir haben 2, 4, 6, 8 verschiedene Twistheads. Ja, wenn das Glück weiterhin so hold mit mir sein sollte, kann es möglich sein, dass ich sogar nur noch ein Twisthead brauche. Das wäre ja, ich sage mal, super. Nach so langer, langer Zeit jetzt ein Video und dann gleich so ein Video. Hier, so sehen die aus. So, den anderen habe ich ja auch noch gar nicht gezeigt. Moment. Hier ist der, ja, wie heißt der? Dieser Blitz, dieser Schnellläufer. Iron Man, genau, Iron Man. So, und hier haben wir. Wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Steht gar nicht dabei. Schade eigentlich. Supergirl oder wer es weiß, schreibt es unten in die Kommentare. So, hier haben wir schon mal 2 Twistheads.
Wir machen Nummer 3 auf und Nummer 3 ist auch nicht doppelt, Gott sei Dank. So sieht Nummer 3 aus. Ich gehe mal von aus. Wer soll das sein? Kann es einer schon erraten? Wer soll es sein? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Oh, wir haben den Iron Man zweimal. Naja, ist ja nicht weiter wild, dass wir überhaupt so viel Twist-Sets haben. Das ist ein Ding. Das ist also dann quasi, müsste das heißen, nicht in jedem siebten Ei, sondern in sieben Eiern sind sieben Twist-Heads. Naja, bin ich mal gespannt. Oh, und wieder Iron Man. Naja, gut. Es fehlen also denn doch noch ein paar mehr als wie nur einer. Es sind denn... Ja, Superman. Wie heißt er hier? Der Gehilfe von Batman. Jawohl, hier haben wir den Batman. Hier ist er. Da haben wir Batman. Ja, das ist also schon sehr, sehr cool, die ganze Sache. Freut mich. Oh, und wir haben diesen, ja, ich nehme mal an, das soll der Joker sein von Batman. Der Bösewicht. Ja, also fehlen uns quasi 3 Twist-Heads. Uns fehlen also einmal hier der... Ganz auf der rechten Seite. Dann fehlt uns der... Wie heißt er hier? Robin. Master Robin. Der Gehilfe von Batman. Und es fehlt uns... Ja, wer fehlt uns denn noch? Ah ja, richtig. Superman. Superman fehlt uns auch noch. Ja, das war doch mal ein Video, sage ich mal. Das war doch nicht schlecht. 7 Twist-Heads. Das war schon was. Nee, so könnt ihr das ja gar nicht sehen. Wir machen es mal so. So, so und so. So könnt ihr das besser sehen. Zoom auch mal ein bisschen ran. Ja. Gut so. Ja, gut so. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Ja, wie gesagt, ich hoffe ja, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich kann es nicht versprechen, aber wenn alles glatt laufen sollte, dann kann es möglich sein, dass in den nächsten 14 Tagen jetzt irgendwann mal ein Video über den 3D-Drucker kommt. Ich kann es aber wirklich nicht versprechen. Er sollte eigentlich schon längst fertig sein, aber wie es halt eben mal so ist, es gibt Sachen, die kommen halt eben mal dazwischen und dann dauert das eben auch mal länger. Und es geht nicht so, wie man das sich gerne wünscht. Aber wenn es so ist, verspreche ich euch,
wenn ich jetzt innerhalb, ja, nächste Woche den Drucker bekomme. Wir fahren über Ostern, fahren wir kurz weg. Die Woche wird dann definitiv kein Video kommen, aber sollte ich ihn zuvor noch haben oder bekommen, werde ich mich dann auch, wenn es dann nachher ziemlich eng wird, vielleicht noch hinsetzen vor Ostern, dass ich noch irgend schnell ein Video von diesem 3D-Drucker machen kann. Wenn nicht, müsst ihr eben noch eine Woche warten, über Ostern hinaus. Weil wie gesagt, wir sind ja dann eine Woche oben. Und ja, dann sehen wir uns, wenn es gut geht, vielleicht die Woche jetzt nochmal mit einem anderen Video, mit einem Druckervideo. Ansonsten, ihr seid ja jetzt hier gewohnt auf dem Kanal, dass längere Zeit mal nichts kommt. Dann kommen immer 14 Tage wieder noch keine Videos, aber danach verspreche ich euch, sobald ich den Drucker dann habe, kommen auch regelmäßig Videos hier da wieder. Also dann werden regelmäßig Videos erscheinen. Ich habe da schon kleine Vorstellungen, Ideen und die möchte ich dann umsetzen und da bin ich dann mal ganz gespannt, wie euch diese dann gefallen, ob die euch gefallen und ja, dann werden wir weitersehen. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und ja, bis demnächst vielleicht irgendwann hier auf diesem Kanal. Tschüss.